Seit der Umstellung der Kommentare auf YouTube kommt es hin und wieder vor, dass ich über so einen Kommentar hier stolpere. Erstmal ist alles normal daran, doch leider fehlt der Antwort-Button und ich kann es lediglich bewerten. Doch trotzdem ist das natürlich immens nervig, wenn man gerade diesen Kommentar eine Antwort geben möchte. Und aus diesem Grunde erkläre ich dir in diesem Video, wie es möglich ist, dass du mithilfe deiner Google Plus Einstellung festlegst, dass jeder auf deine Kommentare antworten kann. Viel Spaß! Hey und willkommen zu einem kurzen und knappen Tutorial hier im Tutorial Center. Um die Kommentareinstellungen zu ändern, gehe auf plus.google.com/settings. Auf dieser Seite triffst du alle Einstellungen rund um dein Google Plus Profil. Unter anderem gibt es hier den Punkt, wer darf meine öffentlichen Beiträge kommentieren? Hier gibt es verschiedene Optionen und diejenigen, die keinen Antwort-Button unter ihren YouTube-Kommentaren haben, die haben hier entweder meine Kreise oder nur für mich gewählt. Wichtig ist aber, dass du hier auf alle klickst, denn dann hat jeder die Möglichkeit, auf deinen Kommentar zu antworten. Hast du beispielsweise bei Google Plus einen Kreis namens Familie erstellt, dann könntest du hier auch auf meine Kreise gehen und dann nur die Leute in deinen Kreisen, zum Beispiel in dem Familienkreis, auf deine Kommentare antworten lassen. Das war ganz kurz und knapp dieser Praxistipp, denn manchmal ist es echt ärgerlich, dass ich das ein oder andere Kommentar nicht beantworten kann, weil eben die Antwortfunktion deaktiviert ist. Ich hoffe, du stellst das Ganze um. Dankeschön fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.